Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Runde mit unserem König Publik Ad Anbad von Wales, mittlerweile 36 Jahre alt. Im besten Alter würde man heute wahrscheinlich sagen, früher, ich denke 36 war schon eine ganz ordentliche Zahl. Müsste ich mal recherchieren, wieso die Lebenserwartung damals war, aber definitiv nicht so hoch wie heute, vielleicht 60, keine Ahnung, vielleicht 50 im Schnitt. Auf jeden Fall frisst die Maus kein Gummiball. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was unser König hier bei der Nachfolge noch tun kann. Ich würde ja gerne Möhnen tatsächlich T-Shirt. Das würde bei uns drin bleiben. Das ist aber echt komisch, ja. Wir würden uns jetzt natürlich auch ein Stück weit schwächen, sollten wir jetzt zum Beispiel unsere Tochter schon da irgendwie... Wir können der auch gar keinen Titel geben. Natürlich alles ein bisschen schwierig. Das ist unsere zweite Tochter, ne? Ja. Also erstmal Matrilia. Und die ist ja bei uns am Hof. Da wäre für mich vielleicht mal tatsächlich jemand mit Kampfgeschick ganz interessant. Ja, das hatten wir beim letzten Mal ja schon versucht, da irgendwie zu handeln. Kultur walisisch. Schauen wir mal, was da geht. Vielleicht ist es der hier. 37 Jahre alt. Er würde sich natürlich extrem verbessern, aber wir würden auch tatsächlich einen starken Mann in unser Geschlecht reinholen. Insofern werden wir das machen. Wir brauchen jetzt im Moment keine weiteren Bündnisse. Wir müssen allerdings... Moment, wie war das? Die Mitgift... zahlen. Das müssen wir dann machen, wenn er jetzt gleich reinkommt. Gedicht zurückgewiesen. Okay. Bretonisch einfach vergessen. Halten wir das für sinnvoll? Ja, doch, die Sprache zu kennen ist schon, glaube ich, wichtig für uns. Er nimmt also die Mitgift an. Und damit ist sie verheiratet und er bekommt jetzt aber ein Geschenk von 50. Nein, er bekommt kein Geschenk, sondern er bekommt eine Mitgift. Die werden wir ihm richten. Damit ist er, ist sie auf alle Fälle gut situiert. Dabei kommt mir gerade, sie sind erst verlobt, deswegen, genau, ja, ja, ja. Wenn die heiraten, müssen wir das hier auch machen. Jetzt müssten wir doch aber eigentlich auch noch ein Söldner, na, guck mal, 26, das ist doch hervorragend. Mein Schwiegersohn, hervorragend. Ganz klasse. Ganz klasse Fighter. Hier ist nochmal ein 12er. Wie viel soll der kosten? 40. Hm. Ein Keucher, na, der hilft mir auf dem Schlachtfeld doch nichts. Und du? Du bist zu alt, oder? 51, naja. Wie viel soll der kosten? 40. Ja, komm, dann rekrutieren wir den mit. Dann haben wir jetzt hier endlich mal ein paar ordentliche Ritter. Zumindest ein paar davon.
Apropos, meinem Ratsverwalter werde ich verbieten, meinem Freund zu kämpfen. Der soll nämlich mein Rat verwalten. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz an. Wir haben momentan keine Mission am Start. Das sollten wir ändern. Vielleicht nochmal hier bei den Vasallen gucken. Zum Beispiel sie hier beeinflussen wir mal. Ja, und das nächste Ziel wird tatsächlich sein, Dulin zu vasalisieren, beziehungsweise feudalisieren. Nicht vasalisieren, feudalisieren. So wie wir es hier auch gemacht haben. Ich denke, das ist wichtig für den Wohlstand. Wobei wir mal gucken müssten, was uns das bringt, ne? Liefern wenig Steuern noch Aufgebote. Das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Ja, so ist es. Ja gut, dann lassen wir jetzt mal weiterlaufen. Das bringt jetzt eh gerade alles sonst nichts. Ich denke, die Größe ist ordentlich. Wir sollten aber vielleicht, naja, Offensivkriege führen wir ja eigentlich nicht, haben wir gesagt. Jetzt brauchen wir keine Onager, aber trotzdem vielleicht noch ein paar Bogenschützen uns gönnen. Okay, leider ist hier. Gerade das Geheimnis aufgedeckt worden. Das ist schade, weil dann können wir sie nicht mehr erpressen. Ich denke, wir können es wagen, ein bisschen schneller die Zeit voranschreiten zu lassen. Oh, tatsächlich hat unser Ratsspitzel wieder ein Geheimnis offenbart. Was denn für eins? Oh, sie ist eine Perverse. Wie ekelhaft. Gleich mal erpresst. Ihn können wir da scheinbar auch erpressen. Er hat die Erpressung abgelehnt. Ja, dann werde ich es aufdecken. Gute Gräfin, bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch meine Cousine Gräfin Dugu ist. Mein Fürst. So sagt mir, wer ist der huldvolle Mensch, von dem ihr je gehört habt? Natürlich, die Gräfin. Kein Zweifel. Bisschen rumschleimen. Es ist aber eher so hinterhältig zu verstehen. Wir wollen natürlich mehr Kohle von ihr. Das ist das, was dahinter steht, sonst nichts. Könnten auch wieder Hof halten, da will ich jetzt aber momentan noch von absehen. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir werden tatsächlich mal. Was würde denn den Wohlstand am meisten herauskehren? Wohlstand. Ich denke, die Unterbringung, die Zimmer. Das wären schon ganz gut, ne? Tyranneizuwachs. Leibgarde anleiten. Frei, okay. Das ist wahrscheinlich hier. Das könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Er soll das mal machen. Beziehungsweise lass uns mal kurz hier. Oh, nein, der muss hier auf jeden Fall
die Kontrolle mal herstellen, das ist noch viel wichtiger. Und wir können tatsächlich in Dillon den Stamm feudalisieren. Das sollte uns gleich auch nochmal einen ordentlichen Boost geben. Und ab jetzt können wir sozusagen auch wieder, gucken wir mal kurz durch, ja, ab jetzt können wir wieder in unser Reich investieren. Die Frage ist halt, wo wir grundsätzlich unseren Hauptsitz wähnen und sehen. Earltum von Yunsmoan. Earltum von Carrington. Weil man hat hier halt dann schon schöne Gebäude, muss man sagen. Kleine Hügelfestung. Es ist dazu noch eine Hügelfestung. Sodass ihr habt. Auch hier. Ein offenbartes Geheimnis. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dies unanfechtbar zu beweisen, hat meine Schwester, Herzogin Maches, Beweise vorgelegt, dass meine Nichte Dwynwen gezeugt wurde von und so weiter. Wer hätte das gedacht? Okay. Unsere Schwester ist im Kerker. Können wir da irgendwas tun? Weil ich glaube, ne, sie ist eh eine Unzüchtige. Oh, unsere andere Schwester ist jetzt auch gestorben. Haben wir dann überhaupt noch unsere zweite Schwester ist gestorben und sie ist im Kerker. Alle unsere Geschwister. Was ist da los? Was ist da los? Okay, last but not least sollten wir mal gucken. Wir können wieder jemanden erpressen, oder? Mir bekannte Geheimnisse. Nee, scheinbar doch nicht. Oh, jetzt ist unsere. Das ist natürlich bitter. Jetzt sind all unsere drei Schwestern gestorben. Mich wundert, dass uns als gefühlloser Mensch rührt uns das jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Fürst Kadirn hat eine Meinung von uns erhalten, weil unsere Frau da so hervorragende Arbeit leistet. Es wäre aber schön, wenn sie stattdessen lieber nochmal wirft. Das wäre mir lieber, aber. Dann muss ich eben unsere Töchter hoffentlich, weil wie alt ist er jetzt? 9. Also es dauert auch noch, bis sie tatsächlich wirklich heiratet. Ja, ich glaube, wir können wieder etwas schneller machen. Ich bin allerdings am Überlegen, ob ich meinen Landsitz hierhin verlege, weil das gehört tatsächlich. Mein teurer Onkel. Nein, lass uns keine weitere Zeit verschwenden. So. Nachfolge. Okay, tatsächlich wäre es schon gar nicht vielleicht so verkehrt, das hier zu nehmen. Wir verlegen den Reichssitz hierher, weil das sowohl den Titel des Fürstentums, wobei das ist natürlich von der Entwicklung her schon eine ziemlich gute Kiste. Nee, wir bleiben hier hinten und bauen hier unsere Besitztümer dann auch erstmal weiter aus. Ja, okay, es ist entschieden, wir werden nicht umziehen. Wir werden hier bleiben, weil die Entwicklung ist hier natürlich schon gut vorangeschritten. Ja,
Das mit dem Hafen vor allem auch, das ist schon eine feine Sache. Gucken wir mal. Vielleicht können wir hier ja sogar auch einen Hafen anlegen. Geht das zufällig? Ja, Handelshafen. Das ist vielleicht sogar unser nächstes Vorhaben. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze. Wie wertvoll doch Freunde sind. Sehr gut. 10 Anspannung weniger. Ist wirklich ein guter Freund. Familiärer Ruf. Nein! Unser Freund Cinewulf ist gestorben mit 61. Wie traurig. Wie traurig. Dadurch verlieren wir wirklich eine wahnsinnige Säule unseres Reiches, ja. Der war ja nicht nur irgendjemand, er war der Ratsverwalter. Er war der Ratsverwalter. Wenn er sich bekehren lässt, dann werde ich. Wir müssen mal gucken. Das ist unser Jungarzt, ist er Bürgermeister, ne? Herzog Mifflin, Pedia. Er ist maßvoll gerecht. Und er hat die Schwindsucht. Ja, ich denke, wir werden tatsächlich einen unserer mächtigen Vasallen nachziehen, auch wenn das jetzt hier nicht die beste Option ist, aber um ihn mal ruhig zu stellen, würde ich sagen. Wir werden ihn auch positiv beeinflussen. Ah, das tut mir leid. Mein Freund ist wirklich gestorben. Wir gucken hier mal alles. Ja, Christen an unserem Hof, das finde ich gut. Wir haben allerdings noch einen weiteren Freund. Das Omen, ein ansässiger Mystiker, bestand darauf, mich zu sehen. Und als er vor mich gebracht wurde, oh nein, ein Zeichen. Das klingt bedrohlich. Böses Omen. Da bin ich doch der Meinung, dass hier mal ganz schnell die Leibgarde angestellt wird. Und ich bin mir vielleicht aufgrund dieses bösen Omens auch sehr einig. Wir haben keinen Hofarzt mehr? Warum denn nicht? Was ist denn hier passiert? Ich hatte doch gerade noch einen. Ach nee, das war ja auch unser Freund, ne? Eieieiei. Aber was noch viel entscheidender ist, wir sollten mal überlegen, ob wir uns vielleicht einen Leibwächter zulegen. Und da könnte ich mir im Prinzip ja keinen besseren vorstellen als den. Ehrgeizig ist natürlich kein guter Ratgeber an der Stelle, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass unser Schwiegersohn hier ganz gut in Frage kommt. Wobei der noch besser ist. Naja, vielleicht ist es tatsächlich so, ihm einen tapferen, gefühllosen zu nehmen. Zeugungsunfähigkeit, der hat wenig Interessen. Ich denke tatsächlich, dass ich Asbjörn zu unserem Leibwächter machen werde. Und wir müssen uns schleunigst einen Hofarzt suchen. Das ist ja bedauerlich. Okay, der hat einen Bauernaufstand bei sich, das ist nicht gut. Hier gibt es erstmal einen Thron. Ritter von euch und Siegbjörn, der Leibwächter von uns. Warum habt ihr Siegbjörn in diesen Einfaltspinsel, bla bla bla, mein Schwiegersohn Kadirn? Naja, das war. Ihr habt recht, ihr habt ein Amt persönlicher Streiter. Ja. Warum eigentlich nicht? Das können wir doch durchaus zulassen.
Wir haben da eh wenig investiert in letzter Zeit und ich denke, als jemand, der da ein schlechtes Omen hatte, so einen persönlichen Streiter und vor allem auch einen Leibwächter, vielleicht sogar noch einen Vorkoster. Welche Skills sind denn da unersättlich? Okay. Nee, wir holen uns ja jetzt gleich noch einen Hofarzt. Einen Tutor brauchen wir im Moment nicht, weil wir niemanden ausbilden. Das passt also. Einen Hofarzt. Ja, was ist denn das hier schon wieder? Also ganz ehrlich, die Harvis scheint recht erfahren. Boah, 60, ey. Ja, sie ist zumindest, wird sie mir nichts tun, nehme ich an. Ist sie schwanger? Sieht ein bisschen schwanger aus. Ja, das müssen wir machen. Hilft ja alles nichts. Sie wird unser Hofarzt. Ich glaube tatsächlich aber nicht, dass sie ein guter Arzt ist. Aber was sollen wir machen? Ich bin der Meinung, wir sollten mal wieder einen Hof abhalten, wie sich das gebührt. Und bitte die Ersten. Mein Gast Eldwin tritt ein. In Ketten gelegt. Ich habe andere Pläne mit euch. Wir kerkern ihn erstmal ein. Aus dem hinteren Teil meines Hofes erhebt sich ein Tumult. Noch ehe ihn jemand ergreifen kann, stürmt ein Mann zu meinem Thron und bleibt vor mir stehen, ohne mir Respekt zu zollen. Der Mann in seinen Augen verrät bereits alles. Der Mann ist geistig nicht gesund. Monster, ihr habt uns in den Tod geschickt. Warum bleibt dies ungestraft? Aus dem Geschimpfe entnehme ich, dass er irgendwie in einer meiner Kriege verwickelt war. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er so verzweifelt ist. Wie soll ich mit dieser verlorenen Kreatur umgehen? Gebt ihm den Tod, den er will. Moment, ihr gewinnt das, wird getötet von euch. Lasst ihn hinrichten. Beides ist möglich. Er ist ein Wahnsinniger, aber ein aufstrebender Schwertmeister, fehlgeleiteter Krieger. Er ist sehr stark. Nein. Wir werden ihn einfach hinrichten lassen, so schaut's aus. Es passt doch ganz gut zu uns, glaube ich. Der nächste Bittsteller ist ein ausgesprochen wütender Herzog Hewel Deutwart. Durch eure Ritter, angeführt von Eldwulf. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Eldwulf, Ritter von uns. Warum ist das hier?
Ah, das hier kommt gar nicht in Frage. Hört auf zu jammern. Ich glaube, das ist so am ehesten das, was wir da machen würden. Ups. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Okay, wunderbar. So. Ja, wir müssen diesen Nachbarn. Welche Tochter ist das? Das ist die zweite Tochter, ne? Ja. Wunderbar. Domänenschwelle plus 2. Beeinflussung, es wird persönlich. Er ist 16, also ein junger Pursche. Diplomatische Anliegen ist sicher, Ränkespiel sicher nicht. Ja, ein gutes Buch, denke ich. Das ist das, was. Was? Ein Versuch war's wert. Würden wir ihn freilassen? Er würde uns 100 Gold bringen. Das ist der Spion, ne? Nee, nee, den behalten wir mal schön im Kerker. Aber da sind wir ein bisschen nachtragend. Den lassen wir da ein bisschen schmoren. Anstifte entdeckt. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu meinem Onkel, Prinz Murfin, schmiedet Ränke. Das Opfer, meine Nichte? Das geht ja gar nicht. Moment mal. Da lasst uns doch gleich mal gucken. Ein Akt der Tyrannei. Können wir ihn irgendwie erpressen? Das wäre ein Akt der Tyrannei. 12 Meinungen. Würden wir das tun? Aber er ist nicht angeklagt, ne? Also, dieses Komplott. Nee, nee, das machen wir nicht, weil irgendwie ist dieses. Ist es zwar aufgeflogen, aber hat keine juristischen Konsequenzen, so würde ich das jetzt mal nennen. Seid gegrüßt, imposanter Lehnsherr. Zu huldigen. Führt ihn sofort herein. Jawohl. Ihr erhaltet 6 Hofpracht. Wunderbar. Der Zorn der alten Götter. Ein großes Unheil. Ein blitzartiger Überfall von Großmeister Ilkefür. Die Jungswicke.
Ihr verliert. Boah. Ja, ich glaube, wir lassen es einfach brennen. Das ist trotzdem weit von uns weg. Ja, da können wir wohl wenig machen. Aber einen Hafen könnten wir hier errichten. Aber vielleicht sollten wir den... Ja, das ist eigentlich wurscht wo, oder? Was erben wir nochmal? Die Nachfolge. Das hier und das hier. Zwölf. Was ist denn, wenn ich ihr hier zum Beispiel sagen würde? Ich kann ihr ja gar keine Titel vergeben. Was für eine riesengroße Scheiße. Okay. Okay, okay. Da wird bereits gebaut. Na komm, dann will ich mal Entwicklung 4, Entwicklung 4, Entwicklung erst 2, okay. Ich bin ja fast geneigt, trotzdem irgendwie hier umzuziehen, eventuell. Ich würde hier mal den Hafen reinbauen. Zweifelhaftes Gebräu. Gott kann uns Stärke schenken. Ja, ich glaube, das ist eher so. Das kann doch keiner trinken. Oh, der Trottel. Ja, ich vergesse es jetzt einfach. Ich habe dafür keinen Nerv mehr für solche Sprachen. Herzog Mephin hat immer beeinflusst. Okay. Gut. Ja, Leute, wir haben wieder einiges geschafft. Wir werden uns noch die Zahlung hier abholen. Ich werde Lösegeld fordern. Dann soll er doch gehen. Und das bringt uns dann vielleicht auch in die komfortable Situation, vielleicht gleich des Weiteren hier noch einen Hafen zu bauen. Ich denke, Handel ist etwas, was wir groß schreiben sollten, als Königreich, das an der Küste liegt. Ja, liebe Leute, das gesagt, verabschiede ich mich von euch aus dieser Runde von unserem König Publik ad Anbart von Wales. Und ja, wir werden mal gucken, was er als nächstes so anstellt. Bis dann, euer Don Firenze.